das wird bestimmt der Makler sein. Ja, ich komme ja schon, alte Frau ist doch kein D-Zug. Ich hätte mir damals doch zwei Telefone mitnehmen sollen. Hier bei Mathis, schönen guten Tag. Ja, was jetzt, sofort? Ja, circa eine halbe Stunde. Okay, ja, dann bis gleich, auf Wiederhören. Uhu, das ist ja geil. Ich muss mich umziehen, so kann ich doch nicht zur Wohnungsbesichtigung gehen. Ich meine ja zur Hausbesichtigung. Oh, ich muss mich beeilen, sonst verpasse ich den Bus. Das mit dem Umziehen, das lasse ich. Welche Tasche nehme ich denn mit? Diese oder doch die? Ach, ich nehme die, die ist schöner, die passt besser zu meinen Sachen. Aber jetzt, ich muss mich beeilen. Ach, nochmal rechtzeitig, da vorne kommt er ja schon. Ho, was für ein Haus. In echt sieht es noch viel größer aus als auf dem Prospekt. Ich werde mal durch die Türe lunschen. Vielleicht kann ich ja schon etwas erkennen. Das könnte die Küche sein. Wenn das so ist, sieht sie genauso aus wie in meinem Traum. Oh, da ist ja schon die Frau Mattes. Na endlich, ich dachte schon, er kommt gar nicht mehr. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung, Frau Mattes, aber die Baustellen überall, naja. Ach, Frau Mattes, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin der Herr Prinz. Ach, haben wir gar nicht miteinander telefoniert? Nein, das tut mir leid, das war mein Arbeitskollege gewesen. Ja, ich hoffe, Sie haben kein Problem damit, Frau Mattes. Nein, mir ist das völlig egal, wer mir das Haus zeigt. Okay, Frau Mattes, wir haben hier ein Einfamilienhaus bestehend aus 3 Etagen. Dann lassen Sie uns doch mal hineingehen in das gute Häuschen. So, bitteschön, herein, fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Ja, Wahnsinn, das ist wirklich genau wie aus meinem Traum. Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja sogar das gleiche Spülbecken. Selbst das Bild am Kühlschrank ist genau das gleiche. Also jetzt wird's wirklich unheimlich. Ich sollte Hellseherin werden. Frau Mattes, ich habe das Gefühl, Sie waren in diesem Haus schon einmal gewesen. Ja, gewesen kann man das nicht nennen. Ich habe letztens von diesem Haus geträumt und hat es genau so ausgeschaut. Ja, das ist schon sehr seltsam. Vor allem die Küche hat wirklich genau so ausgeschaut. Und das Beste ist ja, ich hatte sogar noch eine Hausdame gehabt. Schölzchen. Aha, das klingt wirklich sehr interessant, Frau Mattes. Aber lassen Sie uns doch mal weiterschauen. Hier geht es ins... Ach, lassen Sie mich raten, ins Wohnzimmer, stimmt das? Ja, ganz genau. Wir haben von allen Zimmern aus einen direkten Zugang auf den Balkon und das Wohnzimmer hat eine Gesamtgröße von 45 Quadratmetern. Vielen Dank für die Zahlen, Herr Prinz. Aber in meinem Traum stand da hinten im Eck ein wunderschönes Sofa. Wo ist das nur hin? Das tut mir leid, Frau Mattes, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne einen Katalog mit Designermöbeln mitgeben. Echt? Ja, da sage ich nicht nein. Sie haben Zugang von der Küche und vom Wohnzimmer aus auf die Terrasse. Wenn Sie möchten, können wir Ihnen auch noch einen Zaun drumherum bauen lassen. Das mit dem Zaun überlege ich mir noch einmal. Ich möchte jetzt unbedingt die anderen Räume noch sehen. Hier befinden wir uns im Elternschlafzimmer. Ja, ich weiß, ich kenne doch dieses Haus. Haben Sie das etwa schon wieder vergessen? Nein, natürlich nicht, aber es ist doch meine Arbeit. Was soll ich denn machen? Dieser Raum hat eine Größe von 39 Quadratmeter, also etwas kleiner als das Wohnzimmer. Die Vorbesitzer haben die Wände so gelassen. Das ist reines Mahagoniholz. Die Wände gefallen mir wirklich sehr gut. Kann man da auch Glitzer dran machen? Frau Mattes, wenn Sie das Haus kaufen, können Sie mit dem Haus machen, was Sie wollen. In der heutigen Zeit ist doch alles machbar. Ich schlage vor, wir gehen weiter ins Badezimmer. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Frau Mattes, wie Sie sehen können, ist die Badewanne in Marmor gefasst. Diese Badewanne ist gleichzeitig ein Whirlpool. Was? Das war in meinem Traum aber nicht so gewesen. Sehen Sie, Frau Mattes, nicht alles wie in Ihrem Traum ist in diesem Haus so. Ja, ja, Sie haben ja recht, aber das meiste hat ja bis jetzt gestimmt. Und auch vom Badezimmer aus direkter Zugang auf den Balkon. Gefällt mir richtig gut. Herr Prinz, was mir aufgefallen ist,
Wie mache ich denn hier das Wasser an? Da ist ja gar nichts. Huch, jetzt bin ich aber erschrocken. Sehen Sie, Frau Mattis, hier funktioniert alles automatisch. Ach, dieses Haus ist so göttlich. Frau Mattis, ich würde vorschlagen, wir gehen in die letzte Etage hoch. Da befinden sich die beiden Kinderzimmer. Wir befinden uns hier in dem größeren Kinderzimmer von ca. 20 Quadratmetern. Wenn Sie natürlich ein großes Zimmer haben möchten, dann können Sie gerne noch die Wände herausreißen lassen. Das sollte kein Problem sein. Der Vorbesitzer hat diese beiden Zimmer als Gästezimmer verwendet und hat hier eine Lounge-Ecke hingemacht. Und hier haben wir das kleinere Zimmer von beiden. Ich glaube, Sarah und Lena gefällt es hier richtig gut. Frau Mattis, ich schlage vor, wir gehen erst einmal wieder nach unten und besprechen da die Details. Diese Wandsticker sind ja auch richtig schön. Sind das echte Swarovski-Steine? Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich denke schon. Ach, bevor ich es vergesse, ich gebe Ihnen gleich erst einmal den Katalog. Ah, danke schön. Darf ich den behalten? Selbstverständlich, aber er ist nicht mehr der neueste. Aber die Produkte sollten immer noch aktuell sein. Ich hätte da mal noch eine Frage. Möchten Sie das Haus nun kaufen oder nicht? Ja, was für eine Frage. Natürlich kaufe ich dieses Haus. Oh, das freut mich sehr. Dann werde ich gleich beim Notar anrufen. Ja, ich hätte dann auch noch eine Frage. Könnten wir eventuell noch etwas am Preis machen? Ich werde noch einmal mit dem Vorbesitzer telefonieren und fragen, was sich da noch machen lässt. Ich werde Sie dann in den nächsten Tagen anrufen. Dann verabschiede ich mich von Ihnen, Frau Mattis, und wir telefonieren. Ja, vielen Dank. Ich hoffe auf baldigen Anruf. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, Frau Mattis. Auf Wiedersehen. Der hatte es aber echt eilig gehabt. Naja, dann werde ich halt mal wieder mit dem Bus nach Hause fahren. Ich muss mir mein neues Prachtstück von außen noch einmal anschauen. Das ist so schön. Hoffentlich muss ich bei der Hitze jetzt nicht allzu lange auf den Bus warten. Ich bin ja witzig. Ich habe ja gar keine Uhr dabei. Ich weiß ja überhaupt gar nicht, wie spät es ist. Ach, dann blätter ich schon etwas in dem Katalog. Vielleicht entdecke ich ja schon etwas Schönes. Oh, das könnte mir schon ganz gut gefallen. Ah, da kommt ja der Bus schon. Eher als ich dachte. Ja, Wahnsinn. Das sind ja genau die Möbel aus meinem Traum. Die muss ich sofort bestellen. Na, hoffentlich haben sie die auch noch. Ach, wer ruft denn jetzt schon wieder an? Ja, genau. Ja. Ach, das ist ja toll. Ach ja, ich freue mich. Nein, ich würde das bar bezahlen. Mhm. Vielen lieben Dank. Auf Wiederhören. Oh, die haben ja sogar eine 0% Finanzierung. Ach, die brauche ich ja gar nicht mehr. Aber erzählen muss ich es Ihnen trotzdem. Es kommt ja sowieso irgendwann einmal heraus. Fragt sich nur, wie ich es am besten anstelle. Naja, da muss ich mir noch etwas einfallen lassen. Heute grüße ich ganz lieb Annette Kruschinski, Laila Luisa, Kimberly, Jubi, Playmobil und Co. und zum Schluss noch ganz lieb Tabea Vogel. Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Playmobil-Videos von der Familie Mattis und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.